Schönen Mittwochabend. Hallo und herzlich willkommen bei Push. Jetzt gleich unter anderem mit guten Nachrichten für alle, die schon auf Schoko, Erdnüsse und Mandarinen warten. Jetzt ist es auch von oberster Stelle geklärt. Der Nicolo darf auch dieses Jahr kommen. Und trotz Corona-Krise ein neuer Spendenrekord in Österreich. Hier kommt euer kurzes Abendupdate von Krone TV. Hunderttausende Kinder atmen auf. Der Nicolo darf auch dieses Jahr kommen. Das hat jetzt sogar der Bundeskanzler klargestellt. Der heilige Nikolaus darf zwar nur bis vor die Haustüre, aber immerhin. Bisher war das nämlich nach Ansicht des Gesundheitsministeriums rechtlich noch nicht eindeutig. Der Nicolo-Besuch fällt ja unter keine der bekannten Ausnahmen von den Ausgangsbeschränkungen. Jetzt ist klar, vor die Tür darf er kommen, dort natürlich mit Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln, aber die Kinder kriegen ihre Sackerln. Aber alle Kids, die sich jetzt vielleicht zu früh freuen, ich habe mir überlegt, wenn der Nicolo kommen darf, dann gelten diese Ausgangsbeschränkungen sicher ebenfalls auch nicht für den Campus. Also überlegt sich das nochmal, ob der wirklich kommen soll. Wir haben noch nie so großzügig gespendet wie dieses Jahr. Eine Dreiviertelmilliarde Euro geht 2020 in Österreich an karitative Zwecke. Das ist ein absoluter Spendenrekord bei uns. Die aktuelle Krise lässt offenbar unsere Spendenfreudigkeit aufblühen. An erster Stelle spenden wir dieses Jahr für Tiere, erst danach kommen Kinder, die bis jetzt immer mehr Spenden bekommen haben als alle anderen. Auch neu dieses Jahr, Frauen spenden zum ersten Mal mehr als Männer. Der durchschnittliche Spendenbetrag sind übrigens 124 Euro. Traurige News von den Royals. Herzogin Meghan hat im Juli eine Fehlgeburt erlitten. Das schreibt sie jetzt öffentlich in einem Gastartikel in der New York Times. Während ich mein erstgeborenes Kind im Arm hielt, wusste ich, dass ich mein zweites verlieren würde, schreibt die Frau von Prinz Harry. Sie hat gerade ihren Sohn Archie gewickelt und dann einen Schmerz im Bauch gefühlt, schildert die 39-Jährige. Es sei ein unbeschreiblicher Schmerz, ein Kind zu verlieren. Auch wenn es viele Frauen durchmachen müssten, sprechen nur sehr wenige darüber. Auf die Frage, ob es ihnen gut geht, schreibt sie relativ positiv, es wird. Und die Nominierungen für die Grammys sind da. Es gibt eine Favoritin und einer, mit dem alle gerechnet haben, ist komplett ignoriert worden. Also, zuerst die meisten Chancen auf den wichtigsten Musikpreis der Welt hat einmal mehr Beyoncé. Sie ist 9-mal nominiert. 24 Grammys hat sie ja schon daheim. Über 6 Nominierungen dieses Jahr können sich Taylor Swift, Roddy Ricch und Dua Lipa freuen. Die Vorjahresabräumerin Billie Eilish geht dieses Jahr mit 4 Nominierungen ins Rennen, genauso wie Justin Bieber. Aber einer fehlt komplett. The Weeknd. Der Sänger hat ja zum Beispiel mit Blinding Lights einen weltweiten Mega-Hit und wird auch bei der nächsten Super Bowl in der Halbzeitshow auftreten. Trotzdem, nominiert ist er in keiner einzigen der insgesamt 84 Kategorien. Darüber ist er offensichtlich ziemlich sauer. Er postet auf Insta: Die Grammys bleiben korrupt. Ihr schuldet mir, meinen Fans und der Industrie Transparenz. Hat er damit recht oder ist er einfach nur ein schlechter Verlierer? Auf jeden Fall haben die Stars in der Musikbranche jetzt wieder was zu diskutieren. Die Grammy-Gala selbst findet dann übrigens am 31. Jänner statt. Dass die Polizei mutmaßliche Einbrecher anzeigt, ist ja an sich nichts Außergewöhnliches. Aber gestern sind 3 Verdächtige in Wien auch nach dem Corona-Gesetz angezeigt worden. Bei einem Einbruch in eine Trafik in Floridsdorf ist die Glasscheibe der Eingangstüre eingeschlagen worden und mehrere Stangen Zigaretten gestohlen worden. Kurz darauf sind 3 verdächtige Personen zwischen 17 und 21 Jahren festgenommen worden. Neben der Anzeige wegen Einbruch und Diebstahl gibt es jetzt auch eine Anzeige aufgrund des Covid-19-Maßnahmengesetzes. Denn es gilt ja grundsätzlich die Ausgangsbeschränkung und ein Einbruch in einer Trafik ist da kein offizieller Ausnahmegrund. Und jetzt bitte das Handy kurz ganz ruhig halten. Das Bild schwankt gleich von selbst ziemlich arg hin und her. Nein, das ist keine optische Täuschung, kein Trick und nein, der Typ hat auch keine Flasche Wodka zum Frühstück gehabt. Also nicht, dass ich wüsste. Das ist Benjamin Bakke, ein Fischer aus Norwegen. Im Inneren von seinem Boot, das gerade bei offensichtlich ziemlich schwerem Wellengang über die Nordsee navigiert. Und er hält einfach nur das Gleichgewicht. Die nächsten aktuellen Infos von Krone TV gibt es um 19.30 Uhr in den News und ich bin morgen mit Push wieder für euch da, wie immer pünktlich ab 8. Also bis dann, ciao.